Ich bin Alex von Precipitation. Eine Metalband aus dem Babenhausen. Ich bin der Felix. Ich bin der Daniel. Hi. Mein Name ist Till. Also was wir eigentlich machen, ist etwas anderes, als wir heute spielen. Normalerweise sind wir eine Metalband. Und jetzt, die Musik, die wir heute spielen, ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, da fließt alles Mögliche mit rein. Das ist schon poppig, aber auch bluesig. Klassik ist drin. Bisschen Funk, Jazz. Schwer zu sagen. Und was machen wir sonst so? Wir sind Studenten. Allesamt. Wir machen gern Musik. Haben uns irgendwann mal zusammengetan. Und jetzt seit 4 Jahren, ich glaube letzte Woche hatten wir es vor, vor ziemlich genau 4 Jahren, haben wir unseren Bandnamen ausgedacht und angefangen zusammen in der Konstellation als Precipitation Musik zu machen. Aber eben als Metal-Formation, und da ist die Beschreibung, glaube ich, ähnlich schwierig. Wir haben, glaube ich, mal das benannt als Post-Prog-Melodeath. Das klingt jetzt nach absoluten Genre-Fetischismus, aber wir haben sogar schon mal gehört, dass das durchaus zutreffend wäre. Die Basis ist Melodic Death Metal im klassischen Sinne. Aber wir versuchen auch eher atmosphärisch zu klingen, deswegen Post. Wir sind nicht ganz einfach, das kam, glaube ich, schon mehrmals raus. Und deswegen ein bisschen progressiv auch. Aber ansonsten auch ähnliche Anleihen, wie ihr es heute akustisch hören werdet. Nur halt in Metal. Zum einen ist die Band an sich und Musik machen allgemein klar zu beschreiben als Hobby, als Ausgleich irgendwo. Es ist ein Zufluchtsort, um seine Kreativität auszulassen. Und wir kommen zusammen, wir hören eigentlich nicht direkt alle genau die gleiche Musik. Jeder hört privat zum Beispiel andere Bands, manchmal komplett andere Musik, wie wir selbst schreiben und machen. Wir haben uns einfach als Ziel gesetzt, gute Musik zu machen, die uns gefällt sozusagen. Wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt unbedingt dieses Genre machen oder sonst was kreieren. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, ey, die Gitarre klingt cool, dieses Riff. Dann spiele ich irgendwas drauf und dann haben wir noch eine Idee und dann kommt alles zusammen. Es ist einfach ein kreativer Pool, der sich bildet. Und genau das erzeugt diesen Spaß, den diese Band mit sich bringt. Und dann auch gerade, dass es, dass die Leute auf einen zukommen, nach einem Konzert zum Beispiel noch sagen, dass es denen voll gut gefallen hat, dass sie uns spontan das erste Mal gesehen haben und dass dieses Konzept, dass das, was uns einfällt und uns gefällt natürlich, dass es genauso auch anderen Leuten gefällt und dass es gut ankommt. Das ist halt so das Potenzial, das es birgt und das ist so die Bedeutung, würde ich mal für uns da zusammenfassen. Ja. So von der persönlichen Bedeutung, also für mich ist das jedes Mal eine totale Befreiung, auf der Bühne zu stehen und richtig loszuballern, so nach dem Motto, ich liebe das, wenn es alles richtig laut ist, wenn es einen umschließt, dann ist einfach, der Kopf ist frei, das ist wie ein guter Spaziergang. Vielleicht ein bisschen anstrengender, aber ja, das stimmt. Das ist einfach den Kopf freikriegen. Man schaltet mal ab vom Alltag, so wie man das auch bei einem Hobby, also wie das bei einem Hobby sein sollte, was einem Spaß macht, ja. Und für mich ist das eben genau das. Wir denken uns was aus, wir machen was Eigenes, wir schaffen was. Das ist ein kreativer Prozess. Und vor allem ist es eben diese Befreiung, wenn man dann auf der Bühne steht und einfach so sich reinfallen zu lassen. Ich möchte erstmal ein Plädoyer dafür halten, dass diese Aussage nichts Negatives in sich birgt. Denn wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es nichts Schönes, oder? Wenn alles nur nach Effizienz streben würde oder eine besondere Sinnhaftigkeit suchen würde. Ja, der Sinn von Kunst ist, schön zu sein, sonst hätten wir nichts Schönes. Ich glaube, da haben wir letztens mal drüber geredet. Und also für mich ist es schon so, Kunst ist auf jeden Fall ein Luxusgut, ja. Also wenn es ums Überleben geht, tut weder Musik noch Malerei noch Schriftstellerei vielleicht einen aktiven Beitrag dazu leisten, aber es geht ja auch viel ums Drumherum. Wir sind alle Menschen, wir sind komplizierte Wesen und irgendwo hat man ja auch dieses Streben nach einem gewissen, nach einer gewissen Form von Schönheit, Erleichterung. Man lässt sich gerne berieseln. Die Leute schauen gerne Fernsehen. Als es keinen Fernseher gab, haben sie halt gerne Musik gehört oder sind tanzen gegangen. Und so die kleinen Freuden des Lebens, ja, die die Kunst eben mit sich bringt. Und Kunst ist, wie gesagt, vielleicht kein aktiver Teil im Streben nach einem effizienteren Leben, aber ja. Ansonsten wären wir vielleicht nur Tiere. Ich meine, das ist ja wohl eins der Hauptattribute, die den Menschen auszeichnet, dass er nicht nur überleben will, sondern dass er einen Sinn für Ästhetik hat eben. Nicht überleben, sondern leben. Todesmetall. Also die Bezeichnung Death bezieht sich eben vor allem auf darauf, dass es vor allem nicht um
Herzschmerz-Songs geht, wie in Popmusik, sondern vor allem um Vergänglichkeit, um den Tod, um düstere Themen, melancholische Aspekte. Es geht nicht darum, alles ist gut, alles ist toll und wir feiern das Leben. Wobei, ja, das Feiern das Leben, ich möchte nicht ausschließen, dass das auch ja, eine positive Einstellung vermitteln kann. Denn ich meine, wahrscheinlich ohne Schmerz keine Freude. Also ich finde das auch ein wichtiger Teil von Poesie überhaupt und von Musik. Ja, gut, Death Metal ist auch ein bisschen härter, vielleicht deswegen. Aber ja, es geht um Vergänglichkeit und düstere Themen. Ja, ich denke vor allem in der Entstehungsgeschichte, also ich bin jetzt kein sehr Geschichtsbewanderter, aber ich denke mal früher Metal, also als es noch nicht Death Metal so klassisch gab, war das eben alles nicht so hart in Anführungszeichen für den außenstehenden Hörer. Und ja, mit dem Einzug der Härte irgendwann, das klingt ja wie der Tod. Vielleicht kommt es ja so aus dieser Richtung. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass jede Death Metal Band nur über den Tod redet und über die Vergänglichkeit des Lebens, aber ich denke, das ist schon ein großer Teil ja, dieser Musikrichtung. Ja. Also wenn man da sich einen Überblick verschafft, auch über Dystopien, und da können auch Science-Fiction-Visionen drin verschachtelt werden. Und musikalisch trifft das, glaube ich, auf uns nicht mehr so sehr zu. Also wir haben auch klassische Death-Metal-Anleihen bestimmt, die eher roh und brutal klingen. Das ist ja auch durchaus gefragte Metal. Aber ich glaube, wir nennen uns bewusst Melodic Death-Metal, was einfach meint, dass es eben melodiöser ist als der klassische Death Metal, den man sonst kennt. Ich meine, wir würden nicht so Musik machen, wenn das nicht der gemeinsame Nenner unseres Musikgeschmacks irgendwie wäre. Aber was mich daran begeistert, ist eben, was es transportiert. Ja. Also einfach dieses Gefühl, was rüberkommt, diese ganze Einstellung dahinter, auch wenn das natürlich viel gespielt und aufgesetzt ist, ja, so wie es in jeder Musikrichtung ja irgendwie auch der Fall ist. Ja. Also ich denke nicht, dass ein deutschsprachiger Künstler, der den ganzen Tag über Herzschmerz singt, wirklich nur Herzschmerz empfindet. Ja. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall dieser Transport von Gefühlen, von Einstellungen, von einer gewissen Freiheit, die das Ganze einfach ausdrückt. Mag für einen Außenstehenden vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen sein, wenn man Metal eher als Geballer wahrnimmt. Und da versteht man ja nichts. Genau, aber es, ja, für den Kenner findet sich da doch eher ein aufgefächertes, auch emotionales Spektrum. Und ja, klar, die besondere Perkussivität und die stärkeren Rhythmen und vor allem der Gesang, das ist das Beispiel wahrscheinlich, der auch durchaus öfter ein Geschrei ausartet, transportiert eben eine ganz eigene Art von Emotionen. Und der Geschmack muss dann einfach kommen. Ja. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Für mich war das so, als ich das erste Mal dieses klassische Geschrei gehört habe vom Death Metal, hat mir das gar nicht besonders gefallen, genauso wenig wie mir von Anfang an klassisches Opernvibrato gefallen hat in der klassischen Musik. Das ist jetzt ein gewagter Vergleich, aber ich finde, in spezielle Musik muss man irgendwie erstmal sich eingewöhnen, erstmal das erfassen und schätzen lernen, was die Musik eben ausmacht. Hauptsächlich gibt es ja dann doch zwei, den clean Gesang und den gutturalen Gesang, ne? Ja. Schauten, ja. Screamen, wie nennt man das? Hat ja irgendwie verschiedene Namen. Genau, es gibt ja auch verschiedene Facetten. Ach so. Ist nicht alles gleich, nicht alles Schreien ist gleich Schreien. Der Sänger weiß Bescheid. Ja gut, ich meine, das war ja auch nur Zufall, dass ich das dann plötzlich konnte. Ja, okay. Ich glaube, wenn man das probiert, einigermaßen fachlich zu erklären oder generell zu beschreiben, wenn man sich das Schreien anschaut, es gibt die Leute, die hochschreien, das ist dann so wie das Screaming bezeichnet. Also diese mittlere Ebene, wo das einfach nur quasi rausgebrüllt ist, das nennt man soweit Schauten. Und dann gibt es noch das ganz tiefe, gutturale, das wäre dann das Growling, meine ich, wird es genannt. Ja. So, da kann man das ungefähr einfächern. Es gibt dann noch viel mehr, mit dem man sich beschäftigen kann, ob man beim Ausatmen Geräusche macht, beim Einatmen, ob man Schweinsgeräusche macht. Also da wurde schon so einiges mit der Stimme angestellt. Ganz Wissenschaft, ja. Ja gut, und das Schreien, das verstärkt halt eher die schnelleren, die aggressiveren Parts in einem Song. Während dann der Clean-Gesang eher dann zum wieder mal relaxen ist, bevor es dann weiter ballert. Zumindest bei uns. Ich meine, es gibt ja auch schnelle, harte Musik, die gesungen ist. Das gibt es da einzuschauen. Also bei uns ist das so. Also jetzt ganz einfach gesagt, es trifft natürlich zu. Ich meine, über eine ruhige Passage, über eine Ballade, da will man auch kein Geschrei erwarten. Aber ich würde sagen, wir setzen den Gesang nicht so ein, um jetzt eine bestimmte Funktion zwangsläufig zu erzielen, in einem Sinn wie Drop-and-Break-Prinzip vielleicht in elektronischer Musik ganz so
schubladenmäßig ist es dann auch wieder nicht. Eigentlich, dass die Welt scheiße ist, ja. Das, eigentlich geht es nur darum, hauptsächlich in mindestens 50% der Songs. Einfach eine gewisse Unzufriedenheit, die man als Mensch hat, wird in den Songs verarbeitet. Natürlich gibt es dann Themen wie zum Beispiel bei Cosmic. Da habe ich mich einfach mal gefragt, wie wäre es, wenn man stirbt? Was passiert? Stimmt, mit dem Tod haben wir auch einige Songs. Ja, klassischer Death Metal, gell? Ja, man macht sich halt Gedanken und verarbeitet das dann. Aber Liebeslieder, sowas haben wir nicht. Bisher. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, also zumindest bei den Teilen, wo wir immer was zu den Texten dazugegeben haben, ist immer so irgendwie aus dem Leben gegriffen. Also wenn ich ans Beispiel von unserem Song Dazzle denke, dann geht es halt irgendwie darum, dass viele Leute halt aufgesetzt sind, dass sie so Blender sind in Anführungszeichen, ja. Und eben um diese Thematik dahinter, dass die Leute einfach nicht ehrlich genug sind, dass sie nicht zeigen, wer sie wirklich sind, nicht sagen, was sie wirklich denken. Und Themen wie diese einfach, die sich aus dem alltäglichen Leben ergeben oder im alltäglichen Leben ergeben. Man macht das nicht so aktiv, dass man sich hinsetzt und sagt, so, ich suche jetzt Inspiration, um etwas zu kreieren. Ich glaube, wenn man das versucht, dann kommt selten was dabei heraus. Also bei mir zumindest etwas, womit ich zufrieden bin. Oft ist es doch irgendwie ein spontaner Impuls, sowohl so musikalisch als auch, wenn es ums Texteschreiben geht. Irgendein Anstoß, den man dann als lohnend wahrnimmt, um eben was daraus zu machen. Wer sucht, der findet nicht, aber ich denke, wenn man die Augen und die Ohren offen hält, dann fliegen einem ab und zu schon ein paar Dinge zu, so, ja. Also zumindest geht es so um den ersten Impuls, der kommt selten geplant. Man kann ja trotzdem dann auch gewisse Vorstellungen haben, was man damit machen möchte, sonst wird es ja auch schlecht weitergehen. Also es ist ein Zusammenspiel von ein bisschen Zufall und Planung. Ja, ich würde sagen, Musik ist unser und auch vor allem mein Leben. Allein durch die ganze Zeit, die wir damit verbringen, durch den Hirnschmalz und das Herzblut, was da reingeflossen ist. Ja, also wir haben die letzten 4 Jahre sehr viel Zeit damit verbracht. Das war auch vorher schon von uns allen ein Hobby. Ist natürlich immer noch ein Hobby, aber vielleicht mit einem bisschen zeitintensiveren und ernsteren Hintergrund mittlerweile, ja. Und deswegen würde ich schon sagen, dass trotz anderer Studiengänge, also außer der Daniel studiert keiner also von uns Musik. Bei mir wird es sogar Beruf, ich werde Musiklehrer. Also. Genau, also bei uns anderen ist es zwar beruflich und studientechnisch nicht im Mittelpunkt, aber trotzdem würde ich für mich sagen, dass es mein Leben ist. Nicht nur alleine von Musik machen, sondern auch, weil zumindest auch, wenn ich jetzt für mich sprechen darf, Musik mich fast im ganzen Alltag irgendwie begleitet. So, ich habe mich sehr nicht nur daran gewöhnt, immer Musik zu hören oder viel Musik zu hören, sondern auch generell Musik zu schätzen, viel verschiedene Musik zu schätzen und je nach Stimmung andere Musik zu hören, wie sie mich gerade irgendwie bereichert sozusagen. Ich habe manche Musik, die höre ich nur über Schallplatte zum Beispiel. Und es ist auch Musik, die will ich mir an meinem Rechner digital gar nicht anhören wollen, so, weil es dann, wenn ich mich am Rechner befinde zum Beispiel, das einfach nicht passt oder ich gerade was anderes zu tun habe. Wenn ich dann gerade am Genießen bin zum Beispiel oder Lernen ist auch so eine Ausnahme, da mache ich dann gerne eine Platte, nochmal alle Viertelstunde, was, wenn immer eine Seite rum ist, nochmal aufstehen, Seite umdrehen, dass aber der Kreislauf hochkommt und die Musik weitergeht und dann kreist das alles ineinander. Also dementsprechend ist dann auch die Musik immer mit dabei. Naja, hauptsächlich schreibe ich sie, auf die Texte. Fall. Und dann ist eigentlich zuerst entsteht ein Refrain oder eine Zeile, um die herum alles aufgebaut wird, eine Kernaussage. Und so langsam und nach überlegt man sich, was könnte noch dazu passen. Und dann hat man plötzlich 20 Zeilen, 40, 50 und denkt sich, jo, könnte man das vielleicht in einen Song einbauen. Ich denke, bei uns ist dann auch viele fragen sich dann immer, was macht man zuerst? Erst die Musik oder dann den Text? Und bei uns ist eigentlich immer erst die Musik da. Auf jeden Fall. Ziemlich oft, ja. Und dann wird eigentlich geguckt, was könnte man drüber, wie könnte man den Text so machen, dass er drüber passt. Mhm. Aber zu der Musik passt jetzt diese Thematik. Also oft entstehen beide Teile unabhängig voneinander, aber es gibt ja oft auch bei der Musik ohne Text schon eine gewisse Vorstellung, um was es da gehen könnte. Also dass man sich auch schon neben dem wichtigen Gedanken der Ästhetik eben auch überlegt, was will ich damit ausdrücken, wie klingt das, wie fühle ich mich dabei, was könnte da drüber passen.
geil. Was wir schreiben an Musik, was wir da bieten, ist ja das, was uns allen gefällt. Und genau das lassen wir live auch genauso raus. Jeder hat seinen Spaß, jeder geht ab. Wir haben dann auch alle die Haare offen und man sieht mehr Haare als Mensch manchmal. Aber auch, ich kann es von mir aus nur beschreiben, wenn ich dann hinterm Schlagzeug sitze und wir spielen ein elektrisches, hartes Konzert, bin ich hinten, Haare auf und fange an zu spielen. Direkt schalte ich eigentlich ab. Ich bekomme so vom Konzert meistens sehr wenig nur mit. Oder auch, ob das Publikum zum Beispiel überhaupt mitmacht, zuguckt oder alle den Raum verlassen. Das bekomme ich meistens alles gar nicht mit. Dann bin ich so in meiner eigenen kleinen Welt irgendwo und habe einfach Spaß und lasse das raus. Also klar macht man Musik auch erstmal für sich selbst. Aber das Präsentieren, gerade als Band, wenn man eigene Songs schreibt, ist natürlich ein wichtiger Faktor, der auch Spaß macht. Viel Spaß macht. Da kann man dem Ganzen nicht nur akustisch, sondern eben vielleicht auch ein bisschen optisch einen weiteren Anreiz verleihen, so einen, vor allem einen Ausdruck verleihen. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch so bei Bildern oder bei Filmen, das Kunstwerk steht schon für sich, aber auch die Wirkung ist irgendwie Teil des Kunstwerks. Also wenn wir es nicht aufführen würden, wäre das vielleicht nur die halbe Sache. Ich denke, dass wir auch viele Leute von uns und unserer Musik überzeugen konnten, weil wir es eben live rüberbringen konnten. Also ich glaube, nur mit einer Aufnahme hätte das nicht so funktioniert. Ist trotzdem auch jetzt nach 98 Konzerten, haben wir am Wochenende mal gezählt, jedes Mal trotzdem so eine kleine Herausforderung, jetzt schon wieder vor dem Publikum zu stehen, vor allem wenn es neues Publikum. Aber auch jedes Mal ein Highlight. Ja, es ist eigentlich jedes Mal geil. Das ist immer der beste Teil des Wochenendes, wenn man dann Konzert spielt und auf der Bühne steht und sich denkt, jawohl. Precipitation. Wir sind drauf gekommen wegen einer Übersetzung, ja. Also ich habe irgendwann mal so ein Buch gelesen, da ging es ein bisschen in die esoterische Richtung und dann hat der Autor des Buches von dem Wahrwerdenlassen seiner Gedanken gesprochen und das Ganze mit dem Begriff der Präzipitation ausgedrückt. Und dann bin ich zu den Jungs und habe gesagt, ey, wir machen Musik. Was ist Musik machen? Wir stellen uns was vor, nehmen unsere Instrumente und es wird Realität. Habe ich gesagt, das wäre doch mal ein geiler Name für eine Band, auch wenn er vor allem für die deutsche Zunge sehr schwer auszusprechen und zu merken ist. Haben wir uns dann dafür entschieden, den eben doch zu nehmen, weil gerade auch durch die vielen Übersetzungen gibt es eben nochmal so eine gewisse Interpretationsfreiheit. Geht mehr auf Konzerte. Das kann man echt sagen. Stimmt. Vor allem für Südhessen. Man liest es immer wieder im Internet, so ein paar engagierte Leute posten es vielleicht immer wieder. Aber es steckt schon ein bisschen Wahrheit dahinter. Also manchmal ist es schon schade zu sehen, was für gute Konzerte manchmal stattfinden und es sind 20 Leute da. Obwohl es eigentlich verdientermaßen 100 sein müssten. Ja. Es wird einfach nicht mehr so genossen, es ist nicht mehr so der Anreiz da, sich ein Live-Konzert zu geben. Man geht lieber mal in einen Club, wo der DJ spielt oder wo die Mucke vom Band kommt. Wenn überhaupt, wenn man überhaupt rausgeht. Wenn man überhaupt rausgeht oder überhaupt Musik hört. Ja, ich meine, es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sagen so, ja, ich höre nicht mehr aktiv Musik. Ah ja, aber die Leute sind ja auf jeden Fall verwöhnt und übersättigt von dem Überangebot im Internet wahrscheinlich auch. Also, ja, gäbe es kein YouTube, gäbe es besser besuchte Konzerte auf jeden Fall. Oder Spotify. Und das ist hier extrem. Also wenn man mal ein bisschen weiter weg spielt, wir hatten ja mal eine Russland-Tour, da ist das anders. Da gehen die Leute auf Konzerte, um wirklich Spaß zu haben, um abzugehen und bis zur letzten Band und nicht nur für die erste Band, wo ein guter Kollege mitspielt, zu bleiben und wirklich Spaß zu haben. Ja. Und das merkt man. Das war eine ganz andere Wertschätzung in der Musik, hat man schon gemerkt. Ja. Ich glaube, das fällt einem selbst auch zum Beispiel auf. Jetzt zum Beispiel mir ist es aufgefallen, gerade erst, als wir selbst angefangen haben, wirklich vermehrt Konzerte zu spielen. Wie es so genau in diesem Thema in der Gesellschaft steht, wenn man dann noch dann dementsprechend selbst mehr auf lokalen Konzerten ist, nicht nur, weil man selbst da spielt, sondern auch, weil man natürlich andere Künstler und Bands kennenlernt, die man dann mag, unterstützt, die man auch privat dann auch auf Konzerte und man denkt sich dann so, okay, krass, also von der Motivation ist schon mau, wenn ich mal so meine Freunde frage, wer Lust hat mitzukommen, so, ah, nee, ich musste heute lang arbeiten und morgen muss ich dann um 10 Uhr aufstehen, obwohl 10 Uhr ja noch sehr human ist für die normale Arbeitszeit. Und dann wird sich da immer drum gedrückt, weil dann einfach die Motivation nicht da ist. Man muss weggehen,
auch wenn man sich nicht schick machen muss, ist es ein bisschen der Aufwand, aber das ist so dieses Verhätschelte. Es ist, was für einen schönen Abend man einfach damit haben kann, wegzugehen mit fremden Leuten mal kurz, wenn die Musik einem gefällt und man die Laune hat, einfach mal kurz ein bisschen zu tanzen oder was auch immer. Das ist einfach, es bringt einem mehr, wie nur daheim zu vergammeln am Ende. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das klingt jetzt schon sehr negativ. wir sind natürlich unseren vielen sehr wirklich unfassbar treuen Fans sehr dankbar dafür, dass es sie gibt und sie uns so unterstützen. Das nimmt schon familiäre Züge an, also da soll man das nicht falsch verstehen. Aber ja, trotzdem geht auf mehr Konzerte.